Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt ganz viel über Zahlen und Strukturen gesprochen. Ich möchte jetzt ein bisschen über die Menschen sprechen. Denn die Zeit der Ausbildung ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Abschnitte auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Oft ist es ja das erste Mal, dass die jungen Mädchen das Elternhaus dauerhaft verlassen und ohne elterliche Hilfe in einer bis dahin vollkommen unbekannten Umgebung mit vollkommen unbekannten Menschen klarkommen müssen und dort Fuß fassen müssen. Und da ist es nur natürlich, wenn man unsicher ist und sensibel auf Störungen reagiert. Umso wichtiger ist es dafür, diese jungen Menschen, dass dieser Schritt ins Leben ein Erfolg wird. Corona ist so eine Störung. Wenn der Ausbildungsbetrieb in Schwierigkeiten gerät und wenn das Ausbildungsverhältnis nicht weitergeführt werden kann, dann ist das für die Auszubildenden eine Katastrophe. Und damit diese jungen Menschen aufgefangen werden und damit es nicht zu einem Bruch in der Erwerbsbiografie kommt, ist es wichtig, eine Perspektive zu bieten und die Fortführung dieser Lehre zu ermöglichen. Das kann dadurch geschehen, dass der eigene Betrieb unterstützt wird. Und wenn das nicht geht, muss ein anderer Ausbildungsbetrieb gefunden werden. Damit Auszubildende nicht alleine gelassen werden, gibt es da das Bundesprogramm Ausbildungsplätze sichern, das durch unser Landesprogramm zur Förderung der dualen Ausbildung ergänzt wird. Und es ist uns wirklich ein wichtiges Anliegen, dass Corona nicht zu einem beruflichen Misserfolg bei jungen Menschen führt. Die Zahlen deuten allerdings darauf hin, dass nicht nur die Corona-Pandemie schuld daran ist, wenn junge Menschen den Einstieg ins Berufsleben nicht ohne weiteres schaffen. Knapp 2000 unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern auf der einen Seite stehen knapp 2000 offene Stellen auf der anderen Seite gegenüber. Und dieses Missverhältnis in Prozenten gesehen, das gibt es schon seit Jahren. Angesichts der Zahlen stellt sich also die Frage, weshalb Bewerber und Ausbildungsbetriebe in einigen Berufszweigen nicht zueinander finden. Das kann räumliche oder auch Qualifikationsgründe haben. Oft fehlt aber auch nur die nötige Orientierung, zum Beispiel über die beruflichen Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt auf dem Markt und wie der jeweilige Berufsalltag aussieht. Wenn wir also wollen, dass Jugendliche sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden, der weniger nachgefragt ist, dann muss möglichst frühzeitig in den allgemeinbildenden Schulen über das Jobprofil, Weiterbildung und Aufstiegschancen informiert werden. Und außerdem müssen wir gemeinsam mit den Arbeitgebern Maßnahmen ergreifen, um Berufe von Vorurteilen oder einem möglicherweise negativen Image zu befreien. Eine ganz wichtige Rolle spielen dann natürlich die Lehrkräfte, die über ihre Rolle als Fachausbilder hinaus ja auch Bezugspersonen sind für die jungen Menschen, Vorbildfunktion haben. Und für diese Aufgabe sollten Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch selbst über eine gewisse Orientierung am Ausbildungsmarkt verfügen. Dafür ist es wichtig, dass wir Schule und Wirtschaft frühzeitig in Kontakt bringen und zum Beispiel auch Unternehmer und Handwerker zum Vorstellen ihrer Berufe in die Schulen kommen lassen. Das ist übrigens eine Auffassung, die in vielen Ausbildungsbetrieben und Ausbildungsstätten des Handwerks, in denen ich mich das öftere tummel, immer ausdrücklich unterstützt wird. Dort wird das gefordert und dort sagt man, wir würden gerne mehr Lehrkräfte auch bei uns begrüßen, um ihnen einmal zu zeigen, was wir für tolle Berufe haben, damit wir die Lehrkräfte als gute Multiplikatoren nutzen können. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die jungen Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Das hört sich an wie eine Binsenweisheit, ist aber die Realität. Und die duale Ausbildung ist das zentrale Instrument, um ihnen eine erfolgreiche Zukunft zu erschließen. Und nicht nur wir als regierungstragende Fraktion und nicht nur die Landesregierung wollen den Erfolg dieser jungen Menschen. Arbeitgeber, Unternehmensverbände und Kammern unterstützen uns bei unseren Anstrengungen, das Beste für die Auszubildenden, für die Lehrlinge und Stifte herauszuholen. Und die Zukunft unseres Nachwuchses ist natürlich auch die Zukunft unserer Gesellschaft. Und dieser Gemeinschaftsaufgabe stellen wir uns dementsprechend auch gemeinsam. Ob Corona oder nicht, der Schritt in das Erwachsenenleben, in den Beruf, ist ein sehr wichtiger Schritt für die junge Generation. Wir wollen ihnen die Störung fernhalten, dass sie sich auf ihre Ausbildung konzentrieren können, dass sie sich in der neuen Umgebung mit neuen Menschen zurechtfinden und dass sie mit einem Erfolg in ihr Berufsleben starten. Und dafür strengen wir uns an. Und liebe junge Leute, das Feld der Ausbildungsberufe ist groß und es ist bunt. Es gibt so viele Berufe, dass für jeden und jede etwas dabei ist. Eine Lehre ist ein großer Schritt hin zu einem erfüllten und erfolgreichen Berufsleben. Und es ist kein Beinbruch, wenn jemand jetzt noch keine Stelle hat. Legen Sie los, zögern Sie nicht, starten Sie jetzt. Sie sind unsere Zukunft, Sie sind wichtig für uns und wir brauchen Sie. Bitte starten Sie. Vielen Dank.